Hierzu existiert eine große Datenbank mit inzwischen vielen tausend CED-Patienten. Ich gebe nun den Kenntnisstand von Mai 2021 aus dieser Datenbank und weiteren Studien wieder. Patienten mit chronischer entzündlichen Darmerkrankung haben kein generell erhöhtes Risiko, an Covid-19 zu erkranken. Das Risiko einer schweren Covid-Erkrankung kann bei Begleiterkrankungen, bestimmten Therapien und aktiver CED erhöht sein. Eine Therapie mit Cortison oder Azathioprin sowie eine Kombinationstherapie mit Immunsuppressiva und Antikörpern kann sich ungünstig auf den Verlauf einer Covid-Infektion auswirken. Dies sollte mit dem behandelnden Arzt besprochen werden. Dieser kann dann prüfen, ob eine Cortisontherapie abgekürzt oder beendet werden kann und ob Alternativen dazu bestehen. Die laufende Erhaltungstherapie sollte in aller Regel fortgeführt werden. Oberstes Therapieziel ist auch in der Pandemie das Erreichen und die Erhaltung einer Remission, also eines Ruhezustandes der CED.